Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mein Herr und mein Gott, ich glaube fest, dass du hier zugegen bist, dass du mich siehst, dass du mich hörst. Ich bete dich in tiefer Ehrfurcht an. Ich bitte dich um Verzeihung für meine Sünden und um die Gnade, diese Zeit des Gebetes so zu halten, dass sie mir Frucht bringt. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Am Ende des heutigen Evangeliums hören wir aus dem Mund Jesu eine scheinbare Binsenweisheit, einen Allgemeinplatz. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Der Aussage kann man nur zustimmen. In ihrer Offenkundigkeit erinnert sie an eine andere Begebenheit aus dem Johannesevangelium. Jesus sieht am Teich Bethesda in Jerusalem einen Mann, der schon 38 Jahre lang krank war, und fragt ihn: Willst du gesund werden? Herr, was soll die Frage? Versteht sich das nicht von selbst? Wünscht sich nicht jeder Kranke nichts sehnlicher als seine Gesundung? Doch das Evangelium enthält heute noch einen letzten Satz, der uns aufhorchen lässt und der aufrütteln will. Ich bin gekommen, um die Sünder zu rufen, nicht die Gerechten. Damit erweist sich die vorherige Aussage von den Gesunden und den Kranken, wie so oft in den Evangelien, als eine aus dem Alltagsleben entnommene Beobachtung, welche uns helfen möchte, das zu verstehen, besser zu verstehen, was du, Herr, uns eigentlich sagen möchtest. Aber wirklich? Als Kranker wird sich jeder selbst einschätzen, der objektiv nicht gesund ist. Doch als Sünder? Lässt sich die Rede von Sündern und Gerechten heute noch verstehen, magst du einwenden. Nehme ich im Kreis von Freunden, Bekannten, Kollegen das Wort Sünde in den Mund? Dann sind die Inhalte, die damit verbunden werden, doch recht unterschiedlich. Sünde, so können wir schulgeschwitzt sagen, kommt heute im Wesentlichen in drei Zusammenhängen vor. Bei der Ernährung, wenn in den ersten Wochen eines neuen Jahres gute Vorsätze wie Sport und Salat die Sünden von Weihnachtsgans und Silvesterfondue tilgen sollen. Im Straßenverkehr, wenn sich die kleineren oder größeren Übertretungen am Steuer, ja selbst am Lenkrad des Fahrrades, in der berühmten Verkehrssünderdatei in Flensburg erfasst werden. Offiziell heißt sie natürlich nicht so, aber es klingt eben einprägsamer als Verkehrszentralregister. Und schließlich im Zusammenhang mit der Umwelt. Anfang dieser Woche verbreitete eine Tageszeitung aus der tiefsten Provinz folgende Schreckensnachricht. Eine Umweltsünderin wurde am Montag um 13.41 Uhr von einer Streife beobachtet, wie die Polizei mitteilt. Eine 21-jährige Autofahrerin warf einen Zigarettenstummel während der Fahrt auf der Staatsstraße aus dem Auto auf die Straße. Die Fahrerin wurde eine Verkehrskontrolle unterzogen und Anzeige gegen sie erstattet. Lässt man diese Meldung kurz auf sich wirken, weiß man nicht recht, worüber man sich mehr wundern soll. Über das Verbreiten einer absoluten Nicht-Nachricht oder aber über das Anprangern der armen Autofahrerin als Umweltsünderin. Solche oder ähnliche Alltagsnachlässigkeiten begeht, Hand aufs Herz, ein jeder von uns. Wenn das alles Sünde sein soll, dann hätte wohl in der Tat der Kölner Karneval recht, bei dem auch heuer wieder fleißig geschmettert werden wird: Wir kommen alle in den Himmel. Immerhin gab der Dichter des Liedes vor genau 70 Jahren, er hörte auf den urkölschen Namen Jupp Schmitz, noch eine gewisse theologisch anmutende Begründung: Ihr wart auf Engeln schon
auf Erden schon die reinsten Engelein. Knapp 50 Jahre klang das bei einem neuen Karnevalslied der Kölner Band, der Hörner, schon ganz anders. Der liebe Gott weiß, dass ich kein Engel bin. So ein kleiner Teufel steckt doch in jedem drin. Das mit dem Himmel, das kriegen wir schon hin. Ob Engelein oder kleiner Teufel, in jedem Fall winkt der Himmel. Dieser bemerkenswerte Wandel zeichnet nicht nur die Kölner Karnevalstheologie, sondern wohl weitergehend die Haltung vieler Menschen, auch innerhalb der Kirche. Hier zeigt sich in aller Deutlichkeit, wie recht Papst Pius XII. Hatte, als er schon einige Jahre vor Jupp Schmitz festhielt, die wohl größte Sünde in der heutigen Welt bestehe darin, dass die Menschen das Bewusstsein von Sünde verloren hätten. Was bedeutet dann also Sünde? Gewiss, man kann auch beim Essen, im Straßenverkehr und im Verhalten gegenüber der Natur und Schöpfung sündigen. Warum aber? Und wie? Die prägnanteste Definition der Sünde verdanken wir dem heiligen Augustinus, der sie als Aversio Dei und Conversio Creature versteht, also die Abwendung von Gott und Hinwendung zum Geschaffenen. Fragen wir uns also, wo habe ich Gott gegenüber eine Aversion gezeigt, mich von ihm abgewandt, ihm bildlich gesprochen den Rücken gekehrt, wo ihm Nein gesagt, wo ihn abblitzen lassen. Und umgekehrt, wo hat sich mein Ich in den Vordergrund gedrängt, ja alles andere und alle anderen überlagert und überwuchert. Der Gegenbegriff zum Sünder, den der Herr uns vor Augen stellt, ist der Gerechte. Damit meint die Heilige Schrift weit mehr als Fairness. Es geht um einen Menschen, der vor Gott derjenige ist, als der er erschaffen wurde, der zurückgefunden hat zur ursprünglichen Gutheit seiner Existenz. Doch wer kann das schon von sich behaupten? Nun, immer wieder gab und gibt es Menschen, die genau das von sich annehmen. So geschieht es den Pharisäern im heutigen Evangelium, denen das Wort des Herrn gilt. Sie waren zweifellos fromme Leute, theologisch gebildet, kannten die Gebote und setzten alles daran, sie einzuhalten. Ihr Problem war, dass sie glaubten, schon deswegen gerecht zu sein und damit gewissermaßen einen Anspruch auf den Himmel zu haben. Sie vergaßen also, dass Rettung und Heil Geschenk, unverdientes Geschenk sind. Sie waren zutiefst von ihrer Gerechtigkeit überzeugt und stellten sie auch noch vor den Menschen zur Schau. Genau davor warnst du uns, Herr, in der Bergpredigt. Aber sind wir, die Menschen von heute, besser? Auch heute glauben nicht wenige, sie hätten einen Anrecht auf den Himmel. Dabei wollen sie nicht nur keinerlei Anstrengung und Askese auf sich nehmen, sondern halten sich für sündenlos. Oder mehr noch, halten die Sünde für keine sie betreffende Realität. Der heilige Johannes mahnt eindringlich: Wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, führen wir uns selbst in die Irre und die Wahrheit ist nicht in uns. Bitten wir den Heiligen Geist um Erleuchtung, dass und in welchem Grade auch wir vielleicht nicht psychisch, aber doch geistlich krank sind. Dann werden wir das Erbarmen Jesu finden. Ich danke mir, Gott, für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du in dieser Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heiliger Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich. Am kommenden Montag, 17. Januar, beten die Priester in der Heiligen Messe wieder für ihre Anliegen. Wer also ein besonderes Anliegen hat,
möge dies wie üblich in das Google-Formular eintragen.